Ja, liebe Leute, die Blasphemie ist überall nicht wahr. Wer braucht noch Gott? Mehr Blasphemie wagen. Satan wird überall gepriesen oder nicht. Und sag mal, was ist man der Böse? Und ich sagte, die Verwirrung ist groß und Argumente gibt es beim Kampf gegen die Bibel ohnehin nie oder nicht. Der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott. Halleluja. Sie meinen noch Gott einen Gefallen zu tun. Schleier, Irrwahn und Blindheit. Ist das heimtückische Verhalten der Menschen oft ebenso groß? Jesus Christus hätte so ein Video nie gut geheißen, was jeder sieht, der je die Bibel las, und er bestätigte, dass Moses die ersten 5 Bücher von dem schrieb, was heute die Bibel ist. Menschen als kleine, wenig einzigartige Kreaturen in einem riesigen Universum zu beschreiben, ist das Gegenteil von dem, was er tut und was der Heilige Geist, der real ist, zeigt oder nicht. Ist das sehr suspekt? Warum geht es überall immer so explizit gegen die Bibel, immer nur gegen die Bibel, wohlgemerkt? Christus starb für uns und Gott machte diese Erde, wobei der Mensch höher als die Natur ist, nicht wahr? Hier wird die Schöpfung über den Menschen das Ebenbild Gottes gestellt, was für sogenannte Wissenschaftler keinen Sinn macht, wenn sie nicht explizit Gott und die Werte der Bibel attackieren wollen oder nicht. Gott kreierte den Menschen, Christus starb, wie angekündigt wurde, auferweckt, wie wir auferweckt werden soll in uns sein, und er besiegte die Welt und den Tod, und bald kommt eine neue Welt. Hier geht es um das Fleisch, liebe Leute. Hier ist es das Universum, welches laut Bibel voller Dämonen ist, welches die Ehre bekommt. Egal wie man es sieht, es ist eine Beleidigung für Gottes Schöpfung, eine suspekte Verehrung des Universums, wie überall in den Logen durchfluteten Medien, und nicht einmal die Wahrheit, oder nicht? Es sind wirre Theorien, die Antibiblisches in die Welt tragen. Der Mensch als wenig einzigartige Kreatur in einem beachtlichen Universum. Wir haben beachtliche Menschen auf einer Welt, die wir nur wenige Jahre sehen. Amen. Shalom, liebe Leute, heute haben wir erstaunliche Gematria-Werte und heftige Blasphemie, oder nicht? Naja, hier ist sie wieder, die Frau, die sich Mambo nennt. Mambo, laut Wikipedia eine Voodoo-Priesterin, die schwarze Magie betreibt. Ja, die einen Song über ein gewisses Sekret hat und es Holy Water nennt. Ja, Madonna am Kreuz gehangen. Alle Art von Symbolik gezeigt, die das satanische Herz begehrt, oder nicht? Aufwachen, aufdecken. Tja, liebe Leute, exklusiv noch Fragen, die NWO ist da, unfassbar. Oder, liebe Leute, nun ja, one life is all we have and we live it as we believe in living it. But to sacrifice what you are and to live without belief, that is a fate more terrible than dying. Ja, ja, wir leben das Leben, das wir lieben, tu, was du willst, wir glauben an das Leben. Wo ist da Gott? Und das auch noch von Johanna von Orléans, nicht wahr, liebe Leute? Unfassbar. Und hier, I hear you breathe, was sie von sich gab, I hear you breathe, hier, hell, 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 son of David. Und auch hier Lamplighter Jack aus Mary Poppins, und den Wert hatten wir schon mal. Wir hatten vor Notre Dame bei ihr die Werte Paris, Kirche und Ostern. Hier Mox, der Wrestler, ja, John Moxley nennt sich jetzt nur noch Mox, und das heißt Serpent, Schlange. Double or Nothing heißt Illuminati confirmed, Illuminati bestätigt, und Stardust. Und Stardust, Cody Rhodes, ja, Cody Rhodes genannt Stardust, ist der Chef hinter den Kulissen. Es geht nicht deutlicher, Äuglein schließen hilft nichts, liebe, liebe Freunde. Und die Extras, ja, die Randfiguren beim Event, beim Wrestling-Event, AEW Double or Nothing, kamen von einer Wrestling-Schule genannt Schlangengrube, Snake Pit Pro. Unfassbar. CJ, nicht JC, Chris Jericho, der immer darüber berichtet, dass er Opfer einer Verschwörung sei, der über Bigfoot etc. in seinem Podcast spricht und Verschwörungstheorien, ja, dieser Begriff der CIA ist da im Spiel, nicht wahr, der das lächerlich macht.
Der Lionheart, ja, Satan zieht umher wie ein hungriger Löwe. Gott hat das Buch des Lebens, er hat die Liste, sein Finisher Judas-Effekt. Er hat einen Song namens oder mit dem Titel Judas in der WWE nach seinem Second Coming, seinem zweiten Auftreten, ist er als der Erretter der WWE bekannt gewesen, unfassbar. Und Snake Pit heißt Notre Dame. Tja, ich darf wieder aufklären. Ich sagte ja, Nikolaus, der Name der Fantasiefigur, kommt von einem Namen, der auch mit Satan assoziiert wurde, oder nicht? Hier, so heißt er aber, Niki Lauda. Ihm fehlte ein Stück vom rechten Ohr, nicht wahr? Er war physisch gezeichnet, nach dem, was ihm im Bereich Sport passierte, immer mit der Farbe Rot assoziiert. Ja, ein Prominenter, ein deutschsprachiger Prominenter, nicht wahr? Und am selben Abend, am Tag, als Niki Lauda starb, am 20. Mai, am letzten Montag, trat in der WWE Mick Foley auf, der in Deutschland sein rechtes Ohr, ein Stück von seinem rechten Ohr verlor und physisch gezeichnet von seiner Vergangenheit im Bereich Sport ist. Er wird immer mit der Farbe Rot assoziiert, er trägt ständig ein rotes Flanellhemd, Schachbrett, ja, und er trat in der WWE oft als Nikolaus auf. Ja, er stellte einen Gürtel vor, ein Championship-Gürtel, 24-7, 24 eine Zahl, mit der Niki Lauda immer assoziiert wurde, liebe Freunde, ja. Bis 2004 sammelte er Titel, nicht wahr? 24 Pole Positions, oft auch umgedreht die 42 bei seinen Werten. Ich berichtete, recherchiert die 7, er wurde 70. In den 70er Jahren feierte er seine größten Erfolge, nicht wahr? Ja, Rot, Formel 1, Feuer, sehr komisch. Und derjenige, der nun diesen 24-7, diesen komischen Gürtel in der WWE hat, seht es euch an, ist der Wrestler R-Truth, Truth, Wahrheit. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er trat als Mann in Frauenkleidung auf und auf Twitter jüngst als, ihr glaubt es nicht, Nikolaus, als Weihnachtsmann. Unfassbar, liebe Leute. Noch Fragen. Ist das traurig? Mehr frage ich da nicht. Kylie Minogue, weiße Göttin, Lilith, blau und rot, Kubus, Altar, Better the Devil You Know hat Jubiläum, generationsübergreifende Indoktrination, wie im Himmel, so auf Erden, hier, hier und hier, ein Auge, Diamond Programming, mit allen Reizen unterwerfen, Kabbala, tja, doch bringt alles zu Gott, seid ehrlich, sagt, ja, ich möchte trinken, ich möchte rauchen, aber ihr wisst, dass es süß wirkt, doch dass es euren Körper schadet und das ist nicht ungerecht, euer Körper geht zugrunde, ihr möchtet das nicht, eure Seele geht dahin und das ist richtig so, es bringt euch nichts, seht, dass es süß ist, doch bitter wirkt, die Bibel redet über der Hurenmaul, liebe Leute, und was, das Licht hat nichts mit der Finsternis gemein, und wenn das Auge bitter ist, ist es der gesamte Leib. Die Blumen, ja, Schöpfung nicht den Schöpfer verehren, eine neue Persönlichkeit, blüht auf wie eine Blume bei Besessenheit, ein Auge, liebe Leute, Kylie Minogue auch so, so und so aufgetreten, absolut pervers, absolut satanisch oder nicht, Fergie, Schachbrett, sehr traurig, Christina Aguilera, ein furchtbarer Song hier über das Selbst, ja, hier, ich liebe mich selbst, ihr Bi, so und so geht es da los, was ist da los, Sodomie, Sonnenkult und hier, nicht essen, ja, die 10 Gebote des Essens oder was ich neulich saß, jetzt ist Essen Lust, Essen sei Sünde und seht euch das an, Essen ist Lust, Rot und dann hier das Sodomie-Symbol, das Herz-Symbol, nicht wahr? Tja, Niki Lauda, er machte hier solche Scherze, wir lesen jetzt solche Dinge, was ist da los? Schwarz und Rot, satanisch oder nicht? Saturn-Kult, Hut
Schwarz-Weiß-Blau-Rot-Christus-Pose, auch bei Miley Cyrus, She's Coming, unfassbar. Was ist da los? Aswad-Chat-Partys, Blau und Rot und natürlich. Liebe und Toleranz bedeutet immer, keine eigenen Werte haben. Sobald man einen Ratschlag gibt, ist das Böses richten. Alles Böse muss immer hingenommen werden oder nicht. Liebe Leute, was wir in dieser Welt, in dieser Endzeit sind, spottet jegliche Beschreibung. Tja, Seos Feuer wurde angekündigt, wir beten für alle. Und was heißt Miley Cyrus, wie auch Julia Roberts, bekannt aus Pizza Pizza? Judas Iscariot, Judas, Judas Effect, Judas Lady Gaga, Judas Ben Becker, Gerechtigkeit für Judas und so weiter, nicht wahr? Tja, aus einer Bilderberger Familie, sie rät jeglicher Beschreibung spottend, purer Hohn oder nicht, zum Wählen. Was ist da los? Mehrere Persönlichkeiten, Jennifer Weiss tanzt zu Madonna. Was ist da los? Schachbrett, Kubus. Was hat das zu bedeuten? Ist das hier purer Hohn, Horst Lichter? Und was heißt das? Matrix, der satanische Film, nicht wahr? Was heißt das? Antichrist. Hier, liebe Leute, es ist traurig. Wir müssen beten. Tja, es geht um die Hölle, oder nicht? Hier, alles satanisch, alle Musikrichtungen kommen von Jazz, nicht wahr? Schon Sammy Davis Jr., Satanist und Tempelritter aus der Kirche, nicht wahr, Ritter von Malta, Malteser, Ritter, schwarz und rot, meine lieben, lieben Freunde. Nun ja, Pseudocult Media, sehr gute Berichte hier über Kyle Minogue, MKKM, MK Ultra, wie auch immer, gefallene Engel, nicht wahr, Schmetterlinge, magisches Grün wie in Ost, Schachbrett, ein Auge, hier, seht euch das an, so sieht es aus, so ist es, 100%. FAKT, nicht christlich oder nicht, Pentagramm, Adelstitel, sie kommen von Gott, sind nicht gerecht, ist das Blasphemie, ist das hier Ägypten 2.0, wie ich fragte, Boykott, Boykott, liebe Leute, hier AEW, Schlangensymbolik, die Grünen, Sonnensymbolik, was soll man zur Wahl sagen, Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten, verwandt, liebe Leute, Bush und Kerry, Jesuiten, recherchiert, liebe Leute, Skull and Bones, hier, eine Bischöfin, ja, purer Hohn oder nicht, wenn es um Paulus geht, ja, denn wir sehen hier Bibelkommentare, auch eine nicht christliche Seite mit Numerologie und so weiter, Christus lehrte nichts im Geheimen, die Pharisäer dachten, sie wissen, wie Gott arbeitet, nichtswürdige Menschen geben sich laut Gott Symbole, tja, und es ist wahr, und ist das denn unverschämt, der Mann ist ein Mann, die Frau ist eine Frau und weil der Mann keine Kinder austragen kann und weil die Frau nicht dies oder das von Natur aus ist oder an ihrem Körper hat oder wie auch immer, sei das unfair oder was? Unfassbar. Die Menschen können mittlerweile in ihrem Ausweis haben, dass sie eine Ameise sind oder sich für einen Toaster halten oder nicht, liebe Leute. Ist das natürlich, ist das förderlich, ist das gesund, liebe Leute? Tja, Gleichberechtigung, es klingt so schön, oder? Satan erscheint als Engel des Lichts, doch kann alles immer gleich sein, liebe Leute? Ist Toleranz immer förderlich? Ja, wenn es darum geht, immer alles hirnlos mitzumachen, liebe Leute? Tja, Afrika, Asien, da gibt es die totale Christenverfolgung, nicht wahr? Hier ist es noch nicht ganz so schlimm wie dort, nicht wahr? Und liebe Freunde, ihr seht es, die Namen sehr suspekt, ja, und das hier von Gott übernommen, Regenbogen für etwas, das laut Bibel nicht mit Gott zu vereinbaren ist. Nicht wahr, meine lieben Freunde? Und seht euch das hier an. Ich habe so viele Videos zum Thema, zu seltsamen Artikeln im Mainstream. Und seht euch das hier an. Wenn man einfach nur Jesus Christus Kreuzigung sucht. Liebe Leute, helft mir, bitte deckt auch selbst auf. Ja, hier, der Vorschau aus Deutschland und den Glauben. Hier ist die 33 groß markiert als ihr okkultes Symbol vielleicht, aber es wird immer übler. Wie kam es zu
Jesus Kreuzigung, der Tod Jesus Christus war nicht der Wille des himmlischen Vaters. Es war nicht der Wille Jesu, der es auf sich nahm, sondern Christus starb ja, weil er den Menschen erlag oder was. Und Pontius Pilatus, der so handelte, wie er musste, der aber immerhin dafür sorgte, wie ich meine, dass das Schild König der Juden angebracht wurde. Er sei hier die treibende Kraft gewesen, liebe Leute, der es war in seinem Willen. Wurde hier die Bibel überhaupt gelesen? Ja, und wenn ja, ist das hier eine Agenda? Karfreitag, Ostern, absolut bibelfremd, das geht hier vor, nicht wahr? Und ist das hier subliminal? Ja, es sei der Urgrund des Glaubens für die Christen. Aber die Welt hat Ostern, nicht wahr, liebe Leute? Und das wird gleich hier so übel, das gibt es gar nicht, ja? In dieser Welt voller, wieso selbst Christen keinen Gott mehr brauchen, so oder so ähnlich. Gerechtigkeit für Judas, Maria Magdalena und Jesus Christus, ein falscher Jesus Christus und Maria Magdalena in Unzuchtszenen. Mehr Blasphemie wagen auf Wahlplakaten. Die Leute wissen nicht einmal, was der Karfreitag ist. Jetzt ist hier der Jesuitentag Christi Himmelfahrt bald, nicht wahr? Die Kette des Käfigs, die kräftige Kette des Käfigs ist der Kalender, nicht wahr, okkulteste Zeit des Jahres. Doch hier, ja, die Brüder im Atemzug mit Maria, Schwestern, liebe Leute, ja, wie heißen die Brüder von Jesus? Doch was sagte Jesus Christus denn? Meine Mutter, mein Bruder und meine Schwester sind diejenigen, die den Willen Gottes erfüllen, also nicht diese Leute, nicht wahr? Ja, und das Kreuz des Verurteilten Jesus trug Simon. Wer kann schon tun, was Christus tat? Liebe Leute, was wird hier erzählt? Christus starb vermutlich nicht am Kreuz, liebe Leute. Christus habe nur geahnt, dass irgendetwas passiert. Gott und Christus sind eins, Gott schickte Christus. Karfreitag, Gründonnerstag, ja, man kann nicht zwei Herren dienen, der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes, wer die Welt und das, was in ihr liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Man kann nicht aus einem Becher von Dämonen und aus einem Becher von Gott und Christus trinken. Satan wollte Christus alle Reiche der Welt anbieten, der Antichrist ist in der Welt jetzt schon, es sind viele. Jeremia 7,18 lest, was Gott von Ostern hält. Götzenkult, erstes Buch der Könige, strikt gegen die Bibel, 100% FAKT und dann sowas, das Aramäische verdrängte, das Hebräische, nicht wahr, liebe Leute, irgendwelche Zahlen, Petrus habe verleugnet, nicht Judas, nicht wahr, liebe Leute, manche Texte im Neuen Testament lassen den Schluss zu, Jesus sei eben für den Zorn gestorben, der Sinn der Kreuzigung wird hier einfach untergraben oder nicht, ja, überlebt haben könnte, war in Indien, Ostern, ist das, was ihr lest, wenn ihr die Bibel lest, was sind das für Forscher, gibt es dazu Beweise, der Heilige Geist ist real, die Bibel zeigt etwas anderes, was wird hier getan und warum? Liebe Leute, die Ungerechtigkeit schreit zum Himmel, die Bibel kündigt es an, es ist wie in den Tagen von Noah, ein Kleinkind erkennt es, Ostern, Sonntag, ja, der Tag der Sonnenverehrung, unfassbar, hier Weltliches nach Weltlichem, liebe Freunde, und hier, unfassbar, ja. Wie hieß die Frau von Jesus? Und ich muss sagen, hier werden nur, ich weiß, die Ungerechtigkeit ist so heftig, dass man umfallen könnte, aber hier werden nur die beliebtesten Fragen, ja, von Leuten vorgestellt. Angeblich ist es so. Und dann kommen irgendwelche Antworten. Lest das mal. Denkbar ist, dass Jesus jung geheiratet hat und zur Zeit seines Auftretens, als er etwa 30 Jahre alt war, bereits wieder verwitwet war. Ja, die Bibel zeigt nicht hinzufügen, nicht auslassen. Für einen falschen Gospel ist man verflucht. Wir müssen beten.
Wir dürfen nicht eigensinnig sein, nicht eigensinnig interpretieren, nicht weltlich philosophieren. Wer an Gott glaubt, glaubt an den lebendigen Gott, der ein Buch schützt. Alle Veränderungen stehen unten auf der Seite, auf der Bibel. Ja, es macht alles Sinn. Ein Kleinkind erkennt, Irrwahn, Schleier und Blindheit sind leider real. Man muss anklopfen. Der Heilige Geist ist real. Liebe Leute, und ich zeige es euch. Ja, der Sinn der Kreuzigung. Christus kam. Wie angekündigt. Adam sollte glauben, Abraham glaubte, Christus wurde angekündigt, er starb am Kreuz, er war 3 Tage lang tot, er stand auf und er soll in euch sein, liebe Leute. Ja, wir müssen sehen, dass wir Gott brauchen und er ist in euch, er starb, er stand auf, wie wir auferweckt werden, wurde er auferweckt vom himmlischen Vater, doch er ist da. Er soll in euch sein, liebe Leute, und so habt ihr das ewige Leben. Euer altes, selbstgerechtes Selbst ist mit Jesus Christus am Kreuz dahingegangen. Ihr habt einen Hohepriester, der euch versteht. Das ist das ewige Leben. Christus ging aus Gnade in dieser Welt dahin, und jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, wird nicht fallen. Das ist die Wahrheit. Rihanna singt nicht umsonst. Gib auf, komme nicht in den Himmel. Ja, die Teufelsanbeterin Rihanna, sie gibt ja zu, dass sie Teufelsanbeterin ist. So, liebe Leute, recherchiert. Ja, Judas habe nicht verraten, dies und das, liebe Leute. Es gibt einen Hinweis, er lebte in Indien, liebe Leute. Erinnert das an die Schlange im Garten Eden? Sind das Fakten, liebe Leute? Tja, wenn ihr nicht zurechtweist, fordert Gott das Blut aus der Hand. Liebe Leute, wo gibt es gute Menschen? Cesare Borgia, nicht Jesus Christus. Was sind das für wirre Geschichten und warum hier Welt? Meinung, ja, sie zeigen es auch noch. Meinung, ja, Christus sei ja nicht am Kreuz gestorben. Judas habe ihn nicht verraten. Wieso so strikte Gegenteile gegen bezüglich der Bibel in den Logen durchfluteten Medien? In den Bilderberg-Atlantik-Brücke Medien, liebe Leute. Judas ein Verräter, der keiner war. Wie nennt man das denn, wenn jemand zu jemandem kommt, um ihm ja, das Leben zu nehmen? Liebe Leute, und wenn man etwas gegen Judas, gegen eine Figur sagt, gegen einen Christen in Israel, der zum Mörder wurde und Mord kritisiert, dann sei man jemand, der alle Menschen der jüdischen Religion hasst oder alle Menschen, die irgendwie jüdisches Blut haben. Macht das Sinn, liebe Leute? Gibt es heutzutage Propaganda und Hetze, liebe Leute? Ist es die Christenverfolgung? Tja, Miley Cyrus, Schwarz und Rot, Gratitude Jar, hier, ja, das Dankbarkeitsgefäß, unfassbar. Heute mal nicht New World Order bei Halle Berry, sondern hier, das hier, Brainwashing, Gehirnwäsche, Happy Dude. Ist sie denn ein Dude, ein Kerl? Ich weiß es nicht. NASA heißt ja Täuschung auf Hebräisch, nicht wahr? NASA, Disney, Freimaurer, Jesuiten, viele sehen weg, recherchiert, ein Kleinkind kann es sehen. Astrology, nicht wahr? Hubble Space Telescope, Evil, Hubble hier, Gematria, der Verweis, Curiosity, Neugier, der Mars, Rover, bedeutet das hier, Da Vinci Code und so weiter. Seht euch das an. Osiris Rex, wie abgrundtief böse. End of Days, True Lord God, Lindenstraße, Christus Pose, Blau und Rot. Buffy, ja, sehr interessant. Ja, da ging es ja um eine Gewalttat an einer Schule, bevor so etwas wirklich eintraf. Ja, ich bin absolut kein Rassist und kein Faschist, liebe Leute. Ja, der Davidstern als Symbol ist kein Symbol aus der Schrift, aus den Schriften der jüdischen Religion. Das ist der Davidstern nicht. Der Davidstern ist auch Teil des magischen Bereiches. Ja, in der Serie, das sage ich nur hier, Buffy im Bann der Dämonen, sieht man den Davidstern in einem Zauberladen, liebe Leute. Ja, und da frage ich mich, was das soll, wieso hier solche Dinge so vorgestellt werden, mehr nicht.
wieso die Kinder so nieder an Magie heranführen, an religiöse Praktiken heranführen, an gewisse Rituale heranführen, die sie nicht verstehen. Was sagt die Bibel zur Verführung von Kleinen, liebe Leute? Ich habe ein fantastisches Video machen dürfen über Judith Holofernes, über ihren Song und über das Jahr 2001, liebe Leute. Checkt es aus, das zweite Video auf diesem Kanal. Und was haben wir hier? Papi, Papa, wäre Gematria vielleicht auch interessant? Baphomet, Stern, Pentagramm, ja? Und hier im Himmel Gevatter Zeit, Gevatter Tod, Satan, Schachbrett, Sonnenkult, Einauge, nicht wahr? Das Schiff im Weltall, neben dem Stern der Göttin Ishtar, dem Lieblingsstern der Freimaurer, Sirius, Einauge, magische Kugel, Riesenrad, die falschen Christen hier, Blau und Rot, Venustaube, oh Mann, Joseph Prince sogar auf Bibel TV, Blau und Rot, ja, ja, als Könige, Priester abgesondert, irgendwelche Sprüche hier, Pentagramm und so weiter. Ja, Freund dieser Welt, Feind Gottes, spricht das hier gegen Reue, das Gesetz sagt tu und die Gnade sagt schon getan, was ist das, nicht aus der Bibel, gibt er sich hier selbst die Ehre, empfiehlt er sich hier in der Tat selbst, liebe Leute, das Herz führt zu argen Gedanken, Christuspose, tja, und was haben sie denn für Argumente? Man sagt, nun gut, jetzt redet ihr alle über das Klima, gibt es nicht andere Probleme, totale Morallosigkeit, die absolute Christenverfolgung, Faschismus, liebe Leute, und das Argument ist das hier. Ja, dann fragt man, ach, es geht ums Klima, gibt es nichts Wichtiges? Na gut, Wichtigeres, na gut, Klima. Ist es nicht aber so, dass über die Jahrhunderte hinweg es immer wieder diese verschiedensten Entwicklungen gab, liebe Leute? Ja, was ist mit CO2? Kann es dies und das überhaupt bewirken? Wo sind denn die Fakten? Wo sind denn jetzt die Statistiken dazu, liebe Leute? Und das Argument ist hier, das Gesicht eines Kindchen, ja. Man fragt, was ist denn los hier mit Atlantikbrücke, mit Barack Obama, Verwandtschaftsverhältnissen, der Cousin, der Queen, ja, Oberhaupt von Freimaurern, mit Jesuitenloge, Bulle, Intermerifica, Schreiben des Papstes, ihnen gehören die Medien oder nicht, was ist mit Skull and Bones, Bush and Kerry, was ist hier mit den Bilderbergern und Bohemian Grove, Fällen wie Edward Heath, Ted Gunderson, Marc Dutroux und so weiter. Das ist die Antwort. Hier, rotes Auto, roter Zug im Hintergrund. Cheers, Goldstreak, verklimatet, ist die Antwort. Nicht wahr, was auch immer das heißt. Verführung von kleinen, dreifaltige Göttin. Tja, die Antwort hier, klimatet. Blau und Rot, ein Spruch, das Gesicht eines Kindes. Ich bin kein Rassist, kein Faschist. Was ist da los? Tja, und wenn ihr wach sein wollt, liebe Leute, ihr könnt überall das aufdecken, trainieren, verlasst euch auf den Heiligen Geist, aber es ist überall schon so ein simples Muster hier, nicht wahr? Aus so einem Würfel und einem anderen Würfel kann man 6 und 9 machen. Da kann man sogar ein Jesuitenkreuz, Kreuze draus machen, wie im Himmel so auf Erden, Kubus, Schachbrett, natürlich, Pyramide nach oben und unten und vieles, vieles mehr, liebe Leute, ja, 4 Ecken, 4 Jahreszeiten und so weiter, frivoles Symbol und all das, ein Fischsymbol kann man daraus machen, ja, ein Kubus auf die Seite gedreht und dann die Hälfte dabei und so weiter. Fergie postet hier diese sehr, sehr, sehr komischen Bilder von sich als Teenie. Was ist da los? Spiegel. Und auch hier, ja, es gibt so viel zu entdecken. Seht euch das mal an im Hintergrund, ja, Blau und Rot, XXX-Zeichen des Tieres, vorne am Geländer die 2 Sechsen, sie macht die 666, nicht wahr? Wie im Himmel, so auf Erden, dazu Blau und Rot, links und rechts vielleicht, Jachin und Boas, Blumen, generell, ich zeigte es, nicht wahr?
Dann Arm über das Bein, Bein über das andere Bein, Double Crossing, Betrügen, Schwarz und Weiß, ja, der Totenkopf, Skull and Bones, jesuitischer Totenkult, die Brille, sehen Sie das Licht Jesu Christi, nicht wie im Himmel so auf Erden, as above, so below, Schwarz-Weiß auch die Schuhe, liebe Leute, Blau und Rot, sie passt zur Umgebung, ja, ist das Altarsymbolik, wie sie da so sitzt, Pyramide, ihr Bein und dann das linke Auge, ihr linkes Auge als allsehendes Auge. Manche sagen typisch blonde MK-Ultra-Opfer, was für ein Zufall. Die Pferde und mehr überall, dreifaltige Göttin, was ist da los? Nun rappt sie, she's coming, unfassbar, MK-Ultra, Disney. Tja, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Liebe Leute, ist das in der Gesellschaft relevant? Wo ist da die Verfolgung? Man sieht immer überall dasselbe, aller meine Meinung. Was ist da los? Blockbusters, ich berichtete, doch ich darf meine harmlose Meinung zu dieser Serie nicht sagen, liebe Leute. Nicht wahr? Ich darf hier nicht davon erzählen. Ist es das Vierte Reich? Nun ja, liebe Leute, auch in Deutschland, hier sehr seltsam, oder? Der Totenkopf, ein Auge, alles dabei, Blau und Rot, 16 Karat, das hier, aha, liebe Leute, ja, wir haben hier der Mickey Mouse, sehr übel, auch Schwarz und Rot, leere Arena-Symbolik. Tja, es gibt so viel zu berichten, so viel Exklusives. Ich durfte 12 Dinge ankündigen, nicht wahr? Ich empfehle mich nicht selbst, empfahl sich Paulus etwa selbst, als er sagte, dass er es doch ist, der für die Heiden da ist, liebe Leute. Ja, es ist böse, seid fruchtbar und vermehrt euch, sag ich in diesen traurigen Zeiten. Gott ist Geist, ja, wohin geht die Gesellschaft? Töten für das Leben, töten für das Klima, der Baphomet auf dem alten Ausweis, hier der Saturnkulthut, Freimaurerhut, Rosenkreuzer, ja, liebe Leute, so jemand singt Halleluja, Blau und Rot, Pentagramm, die Blumen, der Hut, sie mit dem Phallus-Symbol, wie einst Grace Jones, die dreifaltige weiße Mondgöttin, hier Meditation überall, das Joch Christi war leicht, Joch und Yoga, die Worte verbunden, Dämonen lieben, laut Bibel ein aufgeräumtes Haus. Liebe Leute, unterwerft, zerschlagt euer Fleisch, wie Paulus es zeigte. Ja, züchtigt euer Fleisch, kontrolliert die Sünde, wie keines sollte, dank dem himmlischen Vater, kämpft gegen das Fleisch und tragt euer Kreuz, tut alles, was Christus und Paulus zeigte. Denkt an das Apostelkonzil, seid nicht reich, kümmert euch, haltet die Gebote, denn so erkennt man, dass Gott in jemandem ist. Glaube ohne Werk ist tot, Werk ohne Glaube ist tot. Der Regenbogen, seht euch das an. Ja? Zufall. Immer wenn es um die Evolution, um die Evolutionstheorie und um die Welt geht, um den Globus geht, sehen wir diese merkwürdigen Aussagen, nicht wahr? Und ich sagte das hier. Das ist das blasphemischste Video, das ich je gesehen habe, und dazu gehört in diesen Tagen, in denen, wie angekündigt, immer alles strikt gegen die Bibel geht, wie schon Kleinkinder erkennen, viel dazu oder nicht. Fragen sich da einige Menschen, ob das ein Wachsamkeitstest ist und ob man noch auffälliger gegen den Gott der Bibel vorgehen möchte. Ist das ein Idiotentest? Wer würde ihn in diesen Tagen, die wie jene Noahs sind, bestehen? Die Christenverfolgung ist wahrlich überall und bald möchte man uns köpfen. Was für ein Zufall. Das ist immer, wenn es um das Universum, die Theorien rund um Evolution geht, alles auch so klar blasphemisch ist oder nicht. Die unendlichen Weiten des Universums, für die uns die NASA noch den ersten Beweis schuldig ist, voller gefallener Engel, Dämonen, die stets de facto mit Planeten assoziiert wurden, Götter vom Himmel und Eindrücken der Himmelskönigin, der Weißen, der dreifaltigen Mondgöttin und dem ehemaligen Lichtbringer Satan, wie es für die Logen hinter den Medien so wichtig ist, ist doch nichts neu unter der Sonne, sind also nichts gegen die kleinen, unbedeutenden Menschen, die Affen auf einer sich drehenden Murmel und komplett ohne Bedeutung gegen das Nichts sind oder nicht, liebe Leute. Oder ist es für sie umgekehrt, wie auch immer? Tja, es ist gut, Eifer vor Gott zu haben, aber nur Gott ist gut, der Eifer ist da. Liebe Leute, ja,
Wir müssen aufdecken und zurechtweisen. Natürlich kann dies nur eine Animationsserie sein, die nichts tut, außer die Vorstellung anzuregen. Abgrundtief, bösartig, widerlich, für Gott vor allem, beleidigend, so töricht, wie es nur geht. Tja, Memorial Day, die Soldaten mit ihren Hundehalsbandketten, nicht wahr? Wie es sogar die Heiden auf YouTube zeigen. Chris Lesala, dort wurde ich rassistisch beleidigt, der hier mit seiner Fasterei prahlt, nicht wahr, FOTM1, der meint, dass Gott einfach so mit ihm redet, der aber gegen Paulus handelt, wie man sieht, nicht wahr, Derek Prince und alle mit ihren okkulten Symbolen auf der Website, Ian Hiob, dem man es zeigt, der aber einfach dagegen anredet, nicht wahr. Ja, die Antichristen, nur Icon, Xavier, die strikt gegen das Wort Christi und Paulus handeln, ja, die alles gegenteilig zeigen von dem, was die Bibel zeigt. Sami Erfurt tut es ja auch oft und Tony Mahoney, liebe Leute, wo gibt es noch Christ, der Geist der Wahrheit, ja? Dort wurde ich wie in einer Gosse beschimpft oder nicht, als ich Bibelfakten zeigte. Wo sind die Christen? Es ist traurig, traurig aber wahr, oder nicht? Wie im Himmel, so auf Erde, Götze, Götze, ein Auge, blau und rot. Tja, Reggae, ich exposte so viele Bereiche, Pato Banton, Rankin Roger in diesem Jahr gestorben, nicht wahr? Schachbrett, Europa, widerlich, nicht wahr? Überall hier ein Dämon oder was, die Hölle, man knutte halt Diablo Teufel zu einer Handgeste, hier und da. Es ist wahrlich überall, liebe Leute. So, ich bete für mich für Weisheit und für Erkenntnis. Ich bete für die Obdachlosen, für die Vermissten, um Segen, für Frieden in christlichen Gemeinden und für Führung. Ich war wieder bei meinem Bruder Choose Never Sleeps unterwegs, im Live-Chat. Kudos, ich war dort unterwegs. Ich bete für Frieden in Jerusalem, für die Regierenden, mögen sie die richtigen Entscheidungen treffen, für Gnade für sie, für die Menschen in Bewusstseinskontrolle und Besessenheit, für die weltlichen Verführer, für alle, ob tot und lebendig, für meine Familie, für meine Freunde, für meine ehemaligen Freunde, für meine Feinde, für alle, ich vergebe allen, für meine Familie, für Führung, für alle von euch, meine lieben Freunde, vielen Dank für alles, wir brauchen nur die Bibel, es ist Zeit für die Bibel, ich durfte alles exposen, Kirchen und mehr. Tja, ich bete für die Menschen in Armut, in Krieg und Krankheit, für alle, die leiden bezüglich Gewalt, Nötigung, Einsamkeit, Verfolgung und mehr. Für alle Menschen, die Sorgen haben, geht zum himmlischen Vater hart aus. Es dauert nicht mehr lange. Oh Halleluja, Amen, Amen. Ja, so bitte ich, so bete ich und so klopfe ich hier an. So suche ich, so bete ich hier im heiligen und unbesiegbaren Namen des Sohnes. Für alle Menschen also, auch für die Tiere, ja. So bete ich im heiligen Namen Jesus Christus. Amen. Aber Vater, Maranatha, bitte abonniert. Vielen, vielen Dank für alles. Shalom.